Es war bereits dunkel, als er bemerkte, dass es zu regnen begann, umklammerte er seine Tochter umso mehr. Mit der Zeit fühlte er, wie der Boden unter sich immer verwachsener wurde. Den Weg hatte er schon lange aus den Augen verloren. Er wollte sich beeilen, da er eine Erschütterung in der Macht spürte. Irgendwas stimmte schon den ganzen Tag lang nicht. Plötzlich hörte er etwas. Oder war es nur seine Einbildung? Er blieb stehen. War das nicht die Stimme eines alten Freundes gewesen? Erneut vernahm er etwas. Nur diesmal aus weiter Ferne. Langsam drehte er erst seinen Kopf, danach auch seinen restlichen Körper leicht zur Seite. Nichts. Nun wandte er sich komplett der Richtung zu, aus der er gekommen war. In der Dunkelheit war nicht besonders viel zu erkennen, jedoch hielt er für einen Moment inne, um sich zu vergewissern, dass ihm niemand gefolgt war. Ihm war unbehaglich zumute, nicht etwa da er, ein unbewaffneter alter Mann, sich um diese Zeit noch außerhalb der sicheren Zone aufhielt. Alleine die Angst um sein Baby ließ seinen Puls schon bei der kleinsten Begebenheit in die Höhe schnellen. »Wer ist da?« fragte er mit entschlossener Stimme in die Leere. »Ist da jemand?« Im nächsten Moment wurde ihm klar, wie lächerlich die ganze Situation war. Die Sith waren sie schon seit Jahren los, und um diese Zeit war niemand mehr in dieser Gegend unterwegs. Er drehte sich zurück und blickte ihm genau in die Augen. Keinen Meter von ihm entfernt lauerte er, verhüllt in sein Gewand. »Hast du mich vermisst, alter Freund?« Wie paralysiert schreckte er zurück und fiel zu Boden. Er konnte kaum glauben, dass sie sich nach all den Jahren hier wieder über den Weg laufen würden. »Wohin des Weges, alter Mann?« »Du lebst? Sag schon, wie ist es dir ergangen?« »Ich dachte, sie hätten dich umgebracht. Wieso hast du denn nie was gesagt?« »Wir hätten doch über alles reden können.« Einen Moment lang herrschte Stille. »Was du sagst, verweht im Wind. Nur was du tust, steckt Wurzeln.« »Ich sehe, du hast dich keineswegs verändert. Sollen wir nicht erstmal weitergehen? Hier draußen ist es nicht mehr sicher. Es scheint wie eine Wechselwirkung. Seitdem Frieden eingekehrt ist, ist außerhalb des Dorfes Vorsicht geboten. Ich habe...« »Frieden?« unterbrach ihn sein ehemaliger Padawan. »Frieden ist eine Lüge.« »Wie meinst du das?« »Frieden ist eine Lüge«, wiederholte er und fuhr fort. »Es gibt nur Leidenschaft.« »Durch Leidenschaft erlange ich Kraft.« Eine finstere Gestalt im Hintergrund, die ihm zuvor noch nicht aufgefallen war, meldete sich zu Wort. Bei dem Anblick bekam er Gänsehaut. Er wusste nun, was ihn erwarten würde. »Durch Kraft erlange ich Macht«, hallte es ihm aus mehreren Richtungen entgegen. Immer noch umklammerte er seine Tochter. Ihm blieb nichts anderes übrig, als loszulaufen. Sofort wurden Lichtschwerter gegen ihn gerichtet. Er verwarf den ohnehin zum Scheitern verurteilten Plan und versuchte, einen Überblick über die Situation zu bekommen. Er war eingekesselt. »Durch die Macht erlange ich den Sieg«, drang es von überall zu ihm hinüber. Die Situation erschien ihm aussichtslos, jedoch wollte er sich keinesfalls kampflos geschlagen geben. Er wandte sich seinem Mädchen zu. »Versprich mir niemals das zu tun, was sie dir sagen.« »Es tut mir leid, April.« Er richtete sich auf und schlug dem jetzigen Sith Lord, der vorher den Kodex vollendete, mit der flachen Hand ins Gesicht. »Und der Sieg zerbricht meine Ketten.« Noch im selben Moment ging er leblos zu Boden. »Nimm es mir nicht übel, alter Freund«, flüsterte der Sith über die Leiche seines Meisters gebeugt. »Ich habe einen Auftrag«,